Hallo ihr draußen an den Empfängnisgeräten. Heute stelle ich euch mein neues Scott eSpark 710 Plus vor. An dieser Stelle grüße ich auch noch schnell die Corinna in Afrika. Fangen wir hinten an, fangen wir beim Reifen an. 27,5 Plus Bereifung, 650B oder mit Fetti oder wie das auch immer alle heißt. Das ist so ein bisschen der Trend bei E-Bikes dieses Jahr, also ein breiter, voluminöser Reifen, der vom Umfang her ein 29er entspricht, aber deutlich mehr Volumen hat, dadurch deutlich mehr Grip hat, deutlich komfortabler ist. Auf dem E-Bike hat es natürlich den Vorteil, das Gewicht, was der Reifen einfach hat, die breitere Felge, die der Reifen einfach hat, wird natürlich durch den E-Antrieb ein bisschen kompensiert, deswegen wird er sehr, sehr gerne auf E-Bikes dieses Jahr verwendet. Felgen, Speichen, Narbe ist alles synchros. Die Felge ist 32 mm breit und natürlich tubeless ready. Die ist auch schon umgebaut auf tubeless. Ich fahre im Moment 20 PSI hinten, 19 PSI vorne. Kette, Ritze, Schaltwerk Shimano XT, Kettenblatt auch Shimano XT, 34er Blatt vorne, 1146 hin. Die Bremse ist auch eine Shimano XT, 203 mm Scheiben hinten und vorne. Das macht bei so einem Bike, finde ich, durchaus Sinn. Das Bike wiegt 22 Kilo und nackt. Mit Pedale dran sind wir schnell bei 23 Kilogramm. Mit mir obendrauf sind wir schnell bei 115 Kilogramm. Die wollen am Berg natürlich auch gebremst werden und eine große Scheibe ist da einfach ein sicherer Anker. Kommen wir zum Sattel. Ein sehr, sehr schöner Sattel von Synchros. Also der ist optisch wirklich eine Wucht. Da mache ich euch nochmal ein Bild hier rein. Aber er ist auch relativ bequem. Das Ganze ist auf einer Transfer-Sattelstütze, die hier vom Lenker aus fernbedient werden kann. Die Transfer, muss ich sagen, ich hatte schon einige Sattelstützen verstellbar, aber das Ding ist wirklich butterweich. Ich fahre sie mal runter, was im Sitzen ein bisschen schwierig ist, einfach weil das Gewicht fehlt. Und jetzt fahre ich die einfach mal langsam hoch oder ich versuche es mal. Und dann seht ihr schon, das ist ein Traum. Also die ist absolut smooth. Normalerweise die ich vorher hatte, musste man immer mal so ein bisschen rucken, damit die überhaupt mal runterging. Und hoch ist die dann auch immer hochgeknallt und hat einem immer so in die gehauen. Also da muss ich sagen, das ist wirklich eine klasse Stütze. Die hat aber auch ihren Preis, wenn er die einzeln kauft. Straßenpreis, ich glaube so 300 Euro nur für die Sattelstütze. Kommen wir zum eigentlichen E-Antrieb. Das ist ein Shimano-Antrieb, Steps 8000. Hier drin in dem Rohr ist verbauter Akku. 500 Wattstunden. Hier oben ein sehr, sehr kleines Display. Das ist das gleiche wie bei den DI2-Komponenten. Mache ich auch nochmal schnell ein Bildchen neben dran. Sehr, sehr hübsch, sehr, sehr, wie soll man sagen, elegant verpackt. Also man erkennt nicht so gleich auf den ersten Blick, dass es ein E-Bike ist. Ich finde das mit diesen integrierten Akkus viel, viel schöner. An- und Ausschalter ist hier unten. Da ist auch noch eine Akkuanzeige. Der Akku geht hier nach vorne raus. Hier ist ein Schloss. Schalter und dann kann man den so rausklappen, der ist also entnehmbar. Zu dem Shimano muss man sagen, ich habe ja noch mein Fatbike mit dem Bosch CX. Wenn mich jetzt einer fragt, welcher der bessere Motor ist, dann würde ich sagen beide. Die haben beide Vor- und Nachteile, das wird jetzt aber ein bisschen den Rahmen von dem Video her sprengen. Ich sage es mal in Kurzfassung, ich halte den Shimano für den besseren Motor, wenn es wirklich um Mountainbiken geht. Und der Bosch ist ganz klar der kräftigere Motor. Was ihr da wollt, mein Rat ist eigentlich immer, probiert die verschiedenen Motoren aus. Kommen wir zu den Dämpfern. Beides mal Fox. Hier oben über diesen Twinlock heißt das Ding bei Scott. Fernbedienbar. Ich habe also drei Stufen offen. Dämpfer und Gabel sind offen. Dann einen sogenannten Descent Mode, also wenn es bergauf geht. Der Dämpfer wird härter und der Sack vom Dämpfer wird reduziert. Die Gabel wird auch von der Dämpfung her ein bisschen härter. Jetzt werdet ihr euch fragen, Sack, was ist Sack? Da mache ich dann auch nochmal ein Video zu, wie man solche Federelemente einstellt. Da gab es immer mal wieder Fragen, deswegen werde ich da auch nochmal eins machen. Und als drittes den Modus, den Locked-Modus wird man nennen. Das heißt, die Gabel ist gelockt und der Dämpfer ist gelockt. Das heißt, da bewegt sich gar nichts mehr. Wenn ihr wirklich nur auf dem Radweg rumfahrt, könnt ihr auch den nehmen. Mit den dicken Reifen habt ihr dann immer noch ein bisschen Restkomfort. Ich benutze meistens, wenn ich auf der Waldautobahn unterwegs bin, also irgendwo Wege hochfahre, normale Schotterwege, bin ich in diesem mittleren Modus. Und wenn es dann runter geht, gehe ich auf den offenen Modus und lasse es dann ein bisschen krachen. Dieser
Hebel ist wirklich eine coole Sache, das funktioniert auch einwandfrei. Einziger kleiner Nachteil, ihr habt hier natürlich eine Spaghetti-Parade vorne am Lenker. Da ist jeder Boeing 747-Pilot natürlich neidisch über diese vielen Bedienelemente, die ihr hier habt. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Lenker, Vorbau, Steuersatz und so ist alles synchros. Der Lenker ist 760 mm breit. Der kommt einem aber ein bisschen schmaler vor, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil da so viel dran hängt. Sonst, denke ich mal, habe ich jetzt hoffentlich alle Sachen erzählt. Ich habe die Dämpfer und die Feder, ich habe die Reifen, die Felgen, die Bremse, den Antrieb, den Bosch-Motor, die Sattelstütze, den Sattel, den Lenker. Ich denke, mehr kann man zu dem Rad eigentlich nicht sagen, außer, natürlich vergessen, Federweg, hinten 120, vorne 120. Mit dieser dicken Bereifung, muss ich sagen, kommt einem aber ein bisschen mehr vor. Ich würde eher so tippen auf 140. Scott bewirbt es als Cross-Country-Rad. Für mich geht es schon ein bisschen auch fast Richtung All-Mountain. Da scheiden sich aber eh so ein bisschen die Geister, wo ist da die Grenze. Für mich ist es mehr ein All-Mountain-Gerät als ein Cross-Country-Gerät. Man kann es aber sicherlich auch für beides benutzen. Ich denke, als kleine Vorstellung für das Rad soll das reichen. Gewicht hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, 22 Kilo. Das ist das Modell 2017. Ich habe mir auf der Messe das Modell 2018 angeguckt. Da ist hier vorne so ein kleines Schutzblech. Die Komponenten, die dran sind, ist alles hundertprozentig identisch. Ich habe gar keinen Unterschied gefunden. Den ersten Kundendienst habe ich auch schon hinter mich gebracht. Nach 300 bis 400 Kilometer sollte man den machen. Da war außer, dass der Akku hier nicht so sonderlich geschmeidig rein und raus ging. Der ging sehr, sehr stramm rein und raus. Eine neue Software wurde aufgespielt. Shimano hat eine neue rausgebracht. Da muss ich aber dazu sagen, das ist ein Vorteil von dem Shimano gegenüber dem Bosch. Hier kann man übers Handy A die Stufen einstellen, also wie viel Unterstützung in welcher Stufe, und B kann ich auch Firmware-Updates aufspielen. Und zwar hat das Bediengerät hier hat eine Firmware, das Display hat eine Firmware, der Akku hat eine Firmware und der Motor hat eine Firmware. Da sind also 1, 2, 3, 4 Firmwaren, die man updaten kann. Ich habe es jetzt für den Schalter hier schon mal gemacht, weil die dummerweise von Shimano nicht alle am gleichen Tag rauskamen, sondern irgendwie so ein Scheibchen. Habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte immer, dann kommen alle hier, Motor updaten, Akku updaten, Steuergerät updaten, Schalter updaten. Nee, die kommen dann so tageweise hintereinander. Da gibt es eine App, die heißt E-Tube. Die blende ich euch auch mal da kurz ein. Da könnt ihr auch so ein bisschen was einstellen, wie Lichtsteuerung. Wie gesagt, die Stufen kann man verstellen, also die Trail-Modus. Und den. Ah, das habe ich auch noch nicht erzählt. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Der Shimano-Antrieb hat nur drei Stufen, Eco, Trail und Boost. Damit kommt man aber sehr, sehr gut hin. Am Anfang dachte ich auch so, aber ich muss sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Im Normalfall fahre ich auf dem Radweg oder auf der Waldautobahn eigentlich oft in den Eco-Modus rum, weil er reicht, der kompensiert das Gewicht vom Rad. Und man ist ordentlich flott unterwegs und wenn man selber noch ein bisschen gut beieinander ist, dann kommt man da wirklich gut voran. Auf Trails benutze ich, wie der Name schon sagt, diesen Trail-Modus. Da geht aber auch schon wirklich was, da kommt er auch schon relativ steile Sachen locker mit hoch. Auch wenn er die Gänge hinten ausnutzt, ist wirklich kein Problem. Der Boost-Modus ist wirklich für, ich weiß gar nicht, für sehr, sehr steile Stücke. Den habe ich noch gar nicht so oft benutzt. Also ich komme mit dem Trail-Modus eigentlich hin, weil ich will auch selber immer noch ein bisschen arbeiten auf dem Rad. Das ist generell so eine Geschichte. Viele denken immer, so ein E-Bike fährt sich alleine. Wenn ich mir auf meiner normalen Hausrunde angucke, mit meinem 29er oder mit dem, habe ich ähnliche Pulswerte. Teilweise bin ich sogar auf dem E-Bike mit dem Puls deutlich höher, weil ich dann auch mal Sachen hochfahre, die ich mit dem normalen gar nicht hochfahre, weil da kommt man fast nicht hoch, schon gar nicht, wenn man nicht so Reifen drauf hat. Man kann also so ein E-Bike durchaus auch sportlich betreiben, wenn man die Unterstützungsstufe eben mit Bedacht nimmt. Wenn man natürlich die ganze Zeit im Boost rumfährt, dann ist man mit den Pulswerten wahrscheinlich schon wirklich niedriger. Wenn man sie aber selektiv benutzt, so wie ich das mache,
wo ich dann das Gefühl habe, ich muss hier auch noch ein bisschen Kraft in die Pedale reinmachen, dann kann man durchaus meiner Meinung nach gleiche Trainingseffekte erzielen wie mit einer konventionellen Bike-Runde. Ich denke mal, ich habe jetzt hoffentlich alles, nur kein Konzept, aber das ist das Konzept dieses Kanals. Und würde mich dann wie immer von euch verabschieden und sage, ciao, euer Gast.